Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2 Storm Island. Ja, ein wenig Zeit ist vergangen seit der letzten Aufnahmefolge. Viele Probleme, gerade technischer Seite, die ich beseitigen musste. Dementsprechend jetzt neue Aufnahme, neues Glück und vor allem auch mit neuer Technik. Und ich kann mich noch dunkel dran erinnern, dass ich irgendwie in der letzten Folge irgendwas gesagt hatte von wegen Super Saloon Cards als nächstes. Genauso wie die Hardcore-Fahrspaßlisten. Aber eins nach dem anderen, würde ich sagen. Als erstes wollen wir auf jeden Fall mit den Super Saloons anfangen. Und da habe ich schon mal diesen schönen Lexus vorbereitet. Da ich mir dachte, okay, komm, das Auto aufbauen ist jetzt nicht unbedingt immer das Spannendste. Also, habe ich das jetzt einfach mal schon vorbereitet. Und wir fahren jetzt mit diesem schönen Lexus. Okay, bist du bereit? Diese Meisterschaft besteht aus 4 Rennen. Wenn du nach 4 Rennen an der Tabellenspitze stehst, gehört die Meisterschaft dir. So, natürlich sind es 4 Rennen. Was denn sonst? So, fangen wir einfach gleich mal an mit den Super Bowl. Oder Brawl? Fragen über Fragen. Fängt ja mal gut an. So. Boah, der Motor klingt ja krass. So, muss jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich wieder ein bisschen auf der rechten Seite der Fahrbahn fahre. Da das unter Umständen sonst problematisch werden könnte. Und ich hatte vor allem festgestellt, kurz vor der Aufnahme, dass ich im Hauptspiel unterwegs war. Und so, wir hatten auf Profi, aus, genau. So, muss ich jetzt nochmal kurz ein bisschen anpassen. Ich war nämlich auf dem Hauptgebiet unterwegs. Und habe mich gewundert, hä, wo ist denn hier jetzt die Anmeldung zum nächsten, wo gibt es denn Super Saloons und so weiter und so fort. Und bis ich dann gemerkt habe, ach, du bist im Hauptspiel und nicht auf Storm Island. Dementsprechend, ja, war das doch ein wenig verwirrend vor der Aufnahme. So, Rennen starten. So, gegen was fahren wir denn alles? Gegen Mercedes, Audi, BMW. Ja, war nicht anders zu erwarten. Wie gesagt, wir sind auf Profi unterwegs. Mal gucken, wie es sich ergibt. Hatte jetzt auch ein bisschen zwischendurch, während ich nicht aufnehmen konnte, Horizon 3 noch ein bisschen gespielt. Da mal ein bisschen rumexperimentiert und ja, auf Profi war es dann teilweise doch ein bisschen zu leicht, hatte ich das Gefühl. Mal gucken, wie das jetzt hier Storm Island ist, da die letzte Aufnahmesession doch ein Ticken her ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Muss ich mich erstmal wieder reinfinden, anderes Fahrgefühl, das wisst ihr ja mittlerweile. Macht aber trotzdem immer wieder super Spaß. Auch wenn ich mich immer wieder dabei ertappe, dass gerade diese ganzen Offroad-Geschichten, also in Blizzard Mountain, also in Horizon 3, wenn man da zumindest auf den Schotterwegen unterwegs ist, finde ich das super, super angenehm. Allerdings, wenn jetzt hier bei Storm Island, aber eigentlich auch im Hauptspiel, wenn es da wirklich komplett querfeld eingeht, muss ich gestehen, bin ich irgendwie ziemlich schlecht drin. Also wenn es irgendwie halbwegs auf den Straßen ist, sei es jetzt Asphalt, Schotter, Matsch, Schnee, Pfützen, was auch immer. Keine Probleme, macht mir super Spaß. Aber wenn es dann komplett querfeld eingeht, da wird es dann echt tricky. Und ich merke richtig, dass mir das nicht ganz so sehr liegt. Aber ja, kann man ja einfach ein bisschen üben, so ist nicht, wa? Ja, aber ich denke, wir stellen uns hier eigentlich recht gut an mit dem Lexus. Der fährt sich auch vor allem verdammt angenehm. Der hat allerdings, soweit ich weiß, kein Turbo drin. Jedenfalls habe ich nichts dergleichen gesehen, als ich es aufgerüstet habe. Müsste allerdings ein V8 sein. Also so rein vom Sound her würde ich jetzt wirklich sagen, dass das ein V8 ist. Klingt doch relativ düster.
Ja, finde ich aber hier nicht so unangenehm, muss ich sagen. Gerade den Lexus, ich glaube sogar exakt den gleichen, hatten wir auch in Horizon 3 mal aufgebaut. Mit so einer richtig lila neongrünen Lackierung, die ziemlich geil war. Mit Liberty Walk, Breitbau-Kit und allem drum und dran. Also doch, mit aus dem Lexus kann man echt einiges rausholen und macht unglaublich Spaß zu fahren. Also bei manchen, gerade bei den Supersalons, hat man ja immer eher gerne mal das Problem, dass die Autos prinzipiell zu schwer sind. Also sie haben Leistung, keine Frage, aber sind manchmal so vom Grundgewicht doch ziemlich schwer. Und kleiner Tipp am Rande, wenn ihr die aufbaut für irgendeine Klasse, denkt immer an die Gewichtsreduzierung. Würde ich fast sogar schon sagen, es ist wichtiger, das Gewicht zu reduzieren, als die Leistung zu steigern. So habe ich das zumindest jetzt bei dem hier gemacht, weil von 1,9 Tonnen jetzt auf 1,5 Tonnen oder 1,6 Tonnen runter. Und ich denke, das macht schon einen gehörigen Unterschied. So, ja, gute eine Sekunde pro Runde. Vorsprung locker. Ja, kann sich doch sehen lassen, also. Will mir da jetzt nicht zu sehr selbst auf die Schulter klopfen, aber ich denke mal, dass das hier gerade doch relativ gut läuft. Und ich weiß, dass ich glaube in der letzten Aufnahme von Blizzard Mountain, ja, lief es nicht so gut. Mal vorsichtig ausgedrückt. Aber hey, ihr wisst ja selbst, ich bin auch nur ein Mensch. Ja, man höre und staune. Und dementsprechend, man wird halt nicht immer 100% konstante Leistung abliefern können. Dementsprechend gibt gute Tage, gibt schlechte Tage. Ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr ich die letzte Aufnahmesession gemacht hatte. Kann sein, dass es da wieder mitten in der Nacht war, mehr oder weniger. Da ich ja immer doch eigentlich absolut abartige Aufnahmezeiten habe. Denn richtet sich irgendwie immer danach, wie meine Freundin arbeiten muss. Wenn sie Frühschicht hat, dann nehme ich teilweise schon um 5, fange ich an hier um 5 mit der Aufnahme, und wenn sie meinetwegen Spätschicht hat, dann fange ich erst 19 Uhr an. Je nachdem, das ist halt immer doch sehr, sehr flexibel. Oder wenn ich halt Glück habe, kann ich am Samstag gemütlich pennen und dann, oh, ein Tesla, kann ich gemütlich hier, halbwegs ausschlafen und dann halt so gegen Mittag aufnehmen. Also das ist dann halt immer so eine Sache, je nachdem wie ich halt Zeit und Lust habe. Und ich muss auch gestehen, gerade wenn es dann frühs um 5 ist, wo die einzige mögliche Zeit ist zum Aufnehmen, habe ich nicht wirklich immer Bock. Dementsprechend mache ich das dann auch nicht immer. Und ich hatte mich, glaube ich, selbst ertappt bei an den einen Tag, als ich mal frühs aufgenommen habe, dass ich dann so am Ende der letzten Folge so unfassbar müde war. Weil stellt ihr euch mal den Wecker auf frühs um 4 und steht dann auf und bleibt dann produktiv. Das ist doch, ist nicht jedermanns Sache, sagen wir es wie es ist. Und das kann auch nicht jeder, und ich ziehe meinen Hut vor denen, die das können. Aber ich denke mal, ich würde eigentlich auch dazu gehören, zu den Leuten, die es können. Allerdings nur, wenn ich quasi einen geregelten Schlafrhythmus habe. Also ja, wenn sich das halt immer danach richtet, wie meine Freundin arbeiten muss, dann mal Frühschicht, mal Spätschicht, immer im Wechsel und so eine Sachen. Das haut einen so dermaßen den Schlafrhythmus durch. Und da ist es dann auch echt ziemlich schwer, frühs um 4, um 5 aufzustehen und dann aufzunehmen. Weil wenn man dann nach Hause kommt nach der Arbeit, was bei mir doch immer relativ spät ist, da falle ich dann einfach bloß noch ins Bett. Und da ist dann mit mir, kann man dann auch nicht wirklich mehr viel mit mir anfangen. Bloß das mal so ein bisschen am Rande, so einfach mal so ein bisschen, dass ihr einen Einblick habt, was so alles passiert. Es kann gut sein, dass ich mich das eine oder andere Mal auch ein bisschen wiederhole. Und mag sein, dass das einigen negativ auffällt, anderen ja nicht. Kann auch sein.
Oder wenn halt auch mal ein paar neue Zuschauer da hier zukommen, die vielleicht die ersten Folgen aus meinem Forza Horizon 2 Let's Play zum Beispiel nicht gesehen haben. Oder die jetzt per Zufall auf Horizon 2 gekommen sind, auf Storm Island. Und mein Blizzard Mountain DLC zum Beispiel das nicht gesehen haben. Kann ja alles sein. Und gerade da ich ja weiß, dass auch nicht jedermann es nicht jedermanns Geschmack ist, Rennspiele zu spielen, kann es auch sein, dass ich da quasi eine andere Informationsflut im Gears of War Let's Play habe als im Forza Let's Play. Dementsprechend ja, muss man halt gucken, dass man so ein paar die wichtigsten Informationen versuche ich halt immer in so ein Audiolog, also spielneutral nenne ich es jetzt einfach mal, unterzubringen. Und halt natürlich manche Sachen werde ich dann in den einzelnen Let's Plays auch nochmal wiederholen, wo es natürlich hinpasst und wo ich die Möglichkeit dazu habe. Aber hier haben wir jetzt Rennen Nummer 2 gewonnen und ich denke, wir gucken uns jetzt einfach die Hardcore-Liste an, weil ich habe die Befürchtung, wenn ich das jetzt nicht gleich im Anschluss mache, werde ich mich vermutlich Ewigkeiten davor drücken. Und ja, ich weiß nicht, ich habe doch gehörigen Respekt vor diesen Löffellisten. So, da haben wir ein Mini. Kombinierte Tempozone mit einem Audi Quattro und was ist das? Schadenskontrolle mit einem Range Rover. Ich probiere jetzt mal die, die hier mit den Audi Quattro, eine kombinierte Tempozone. Einfach mal gucken. Würde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich meine mal so, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wenn ich mir so auf die Uhr gucke. Wir müssen jetzt so bei um die 12 Minuten sein. Und ihr wisst ja mittlerweile, ich versuche immer so gegen, so knappe 20 Minuten anzupeilen. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Je nachdem, wie es sich halt anbietet. Und da denke ich mal, 8 Minuten für eine kombinierte Tempozone stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb nicht so schwer vor, kann sich aber auch verdammt schwer herausstellen. Muss ich einfach mal probieren. Ich möchte das jetzt aber einfach machen, weil sonst drücke ich mich Ewigkeiten vor. Ich kenne mich doch. Noch dazu, wo ich schon in den letzten Folgen oder allgemein bei jeder Löffelliste schon festgestellt habe, dass ich meine Erinnerung an die Schwierigkeit dieser Löffellisten von damals so völlig falsch herausgestellt hat, obwohl die Corvette, das mit den Driften, doch ordentlich war. 257 km/h, okay. Mehreren Tempozonen. Sie haben ihr Ziel erreicht, okay. Ah, Moment, da spule ich zurück. Das habe ich nicht gut genommen. Da habe ich irgendwie zu früh gebremst. Was nicht nötig gewesen wäre. Und ups. Da. So, mal gucken, die Kurve war auch kacke. Ja, hallo? Sag jetzt nicht, durch das Zurückspulen habe ich den hier zweiten Blitzer hier ungültig gemacht. Moment, spule ich jetzt nochmal zurück? Boah, das wäre natürlich jetzt echt kacke. So, mal gucken, da vorne ist noch eine Tempozone. Ich verstehe das gerade nicht, warum man mir bei aktuell da nichts anzeigt. Irgendwas ist hier gerade verbuggt, habe ich das Gefühl. Ich fahre jetzt einfach mal hier weiter. Ups, das war nicht gut. Gut, da hätte ich definitiv ein bisschen bremsen müssen. Ups, okay, das war vielleicht zu viel. Oh, na, scheiße.
Gut, das war jetzt auf jeden Fall ungünstig. Mal gucken. Okay. Fällt bloß komisch, dass er mir bei aktuell nichts anzeigt. So, up. Komm schon, komm, krieg die Kurve, krieg die Kurve. Wow, nein. Ah, egal, das könnte noch reichen. Bleibende Zeit, so. Ach, hallo, was ist denn jetzt los? Hä? Keine Sorge, das war eine schwierige Herausforderung. Du solltest es einfach nochmal probieren. 117 km/h zu langsam, aber ich denke mal, dass halt wirklich das eine Mal zurückspulen halt den Blitzer dann mehr oder weniger ungültig gemacht hat. Aber probieren wir es jetzt einfach nochmal. Habe ich mich einfach ein bisschen dämlich angestellt. Ich hoffe bloß, dass jetzt irgendwie bei den HUD-Einstellungen nicht irgendwie was deaktiviert ist, dass mir die Geschwindigkeit einfach nicht angezeigt wird. Was nämlich gerade der Fall ist, dass mir das einfach nicht angezeigt wird. So, ich fahre das jetzt einfach mal, einfach bloß zu gucken, ob das dann überhaupt funktioniert. So, 118. Okay, das hat er zumindest akzeptiert. Ah. Gut, also wird mir zumindest die Geschwindigkeit hier dazwischen scheinbar nicht angezeigt. Vielleicht liegt das wirklich an meinen HUD-Einstellungen. Gucke ich gleich mal noch nach. Das wäre ja echt ein bisschen fies. So, und ab in die zweite Tempozone. Ups, da können wir auf jeden Fall zurückspulen. So, wir sind ja mitten in der Tempozone. Also hoffe ich mal, dass das... Ups. Dass das jetzt nicht so große Auswirkungen hat. Sorry, dass es gerade mal stiller wurde. Und geschafft. Jo. Gut, halten wir mal fest an der Stelle. Es ist möglich. Also... Ich verstehe jetzt zwar ehrlich gesagt immer noch nicht, warum mir das nicht angezeigt wurde, aber da gucken wir jetzt einfach nochmal fix im, in den Einstellungen nach. Vielleicht lag es wirklich einfach bloß daran. Kann ich mir jetzt einfach bloß vorstellen, dass das halt wirklich nur daran liegt. So, mal kurz gucken. Einstellungen. HUD, was haben wir denn da? Einnahmen über den Autos habe ich aus. Geisterfähigkeiten ist an. Hinweise. Ja, vielleicht lag's daran. Ach komm, lass ich aus. Was soll's? Was soll's? Aber dementsprechend, ja, wir liegen gut in der Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und, ja, ich hatte ja am Anfang der Folge erwähnt, neue Technik. Mich würde jetzt wirklich mal interessieren, was sagt ihr zur Bildqualität? Und vor allem, ich nehme jetzt auch in 60 Bildern pro Sekunde auf. Und ich hoffe, das macht sich bemerkbar. Schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und ja, damit wäre ich raus. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.